Willkommen zurück zu Gothic 2, wo wir in der letzten Folge das Auge gegen uns gerettet haben. Es ist zwar kraftlos, aber nicht komplett zerstört. Da waren wir noch gegen Ende, da gerade in dieser kleinen Höhle. Und ja, wir haben eigentlich die ganze Folge lang da oben mal den Norden ein bisschen erkundet. Vorher noch gar nicht waren. Okay, wir kommen nur wieder zu dem Wald hoch. Hier wäre der richtige Weg gewesen, wenn ich runtergejumpt wäre. Und haben bald schon den nächsten Level up wieder. Krass, wir hatten S1. Dann haben wir sehr viel EP bekommen. Die werde ich jetzt komplett mal stärker hauen, weil der Nahkampf gerade persönlich wichtiger ist als für einen Kampf. Vielleicht müssen wir jetzt noch selber reinhauen, um da wirklich sehr gut zu sein. Ah, es weiß auch, wo ich bin. Bitte keine Wag. Ich will nicht fragen, ob es zu schwer irgendwie, aber gut, haben es überlebt, das zählt. Nein, ich habe Kronstock gegessen, weil ich mich verklickt habe. Kacke. Die sind so selten, scheiße. Ich kann doch Permatränke machen, das kann ich statt 3 nur 2 machen, weil ich so blöd bin. Naja, passiert. Ist der was, warum laufe ich eigentlich durch die Gegend, wenn ich mich auch teleportieren kann? Naja, gucken wir mal. Ich kann hier noch hier ein bisschen EP holen, war eigentlich mal einen Sinn, deswegen hole ich mich auch nicht. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mich so zu heilen, wenn ich mich gleich ins Bett lege. Ja, kommt, ist ja was. Hier schreien der, da kommt hin oder her, wir müssen eh alle abklappern, das dauert eh. Was machst du jetzt mit dem Augenus, die Frau? Keine Ahnung, wie ich das so wieder regeln soll. So, wir nehmen die Teleport nach in die Stadt, würde ich sagen. Teleport zur Hafenstadt. Hey, du. Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Geh mal hin, nicht. Das liegt doch auf der Hand. Okay. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Wer sagt denn sowas? Er hat auf die falschen Leute gehört. Und der Ich habe da ein Problem mit dem Auge Enos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht. Möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinis sein. Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich sind in der Stadt Sind sie noch nicht, weil wir noch nicht mal losgegangen Dann sind. Kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Ja, er will quasi... Ja, wir können ihn nicht pennen, nicht heilen, nicht Idiot. Naja, aber durch ihn halt, ne? Kannst du mich heilen? Gut, also. Das heißt, wir müssen immer Enno weitermachen, damit Vatras eine Ablösung bekommt. Genau, das heißt, wir müssen erst wieder aus dem Enno-Gebiet zurückkommen, damit wir einen Wassermager als Ersatz für Vatras schaffen können. Was bedeutet, dass wir quasi jetzt den Erdon machen? Und das hatte ich aber eh vor. Das heißt, wir müssen gerade wieder dahin, wo wir gerade waren. Ah, gut. Ich mache mal eine andere Sache. Er hat auf die falschen Leute gehört. Und zwar werde ich gleich schon die Insel von Korinis mal aufsuchen, weil das wollten wir ja noch machen. Und nur ein bisschen meine Stärkepunkte irgendwo reinsetzen. Ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Was? Bei Innos? Was hast du getan? Wir brauchen das Auge. Sprich mit Pyrokar. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen.
Okay, 76 Stärke haben wir jetzt. Hey, du. Kannst du mich trainieren? Du tust gut daran, dich in dem... Ich werde dich... Ich... Oh, zwei Handwaffen. Kann ich ja nicht gebrauchen. Kannst du... Ich kann dich im... Ja, ich kann mir dann doch noch höher als 50% gehen. Muss ich am nächsten Level ab, den ich gleich hab, aussetzen. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Weil den eigentlich keinen Quartiermeister, der mir was erkaufen kann, ich glaube nicht, ne? Die seine Weisheit erkennt. Inos Strafe ist gerecht. Ich hab was anderes gehört. Wo hast du das denn schon wieder her? Ist das wirklich wahr? Das höre ich zum ersten Mal. Gut, ich würde sagen, wir besuchen mal die Insel vorher noch. Dann machen wir im Addon-Gebiet weiter, da werde ich auch den Teleporter benutzen. Bei der Höhle vor dem Ding, da muss ich auch nicht hinlaufen und sonst was. Ist das wirklich wahr? Da hatte ich da sogar einen Stein. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Also schwimmen wir mal mit der tollen Rüstung darüber. Da waren ja Warane, die können wir mal eben fertig machen. Und schauen wir uns da mal um. Wir müssen auch mal erkundigen, wenn wir eine Erzwaffe bekommen, die wir weinen lassen konnten. Ich befürchte, dass dies Zweihänder wird. Mein Zweihänder lerne ich automatisch auch mit, aber ich habe so viel in Einhand gepumpt, dass es jetzt nichts mehr bringt, auf Zweihänder umzuschalten. Dann muss ich da noch mehr Lernpunkte reinsetzen. Und ich kriege jetzt schon bislang mal Level Ups jetzt mit der hohen Stufe. Dass ich weiß, wie viel Level Ups ich noch schaffe. Wir haben jetzt Kapitel 3 von, ich glaube, 5. Wie viele Kapitel gibt es bei Kapitel 2? Ich weiß gar nicht. Das ist geil, wie viel einfach noch gehen, also wie viele Monster noch respawnen, wie viele Quests noch machen können, wisst ihr? Das spielt ja alles eine Rolle. Deswegen will ich auch gerade nicht so viel in Geschick und Bogenschießen setzen, weil ich irgendwie gerade Nahkampf fokussieren will. Fangen mache ich das eigentlich auch ganz gerne, klar, und ist auch ganz gut. Ich glaube, wenn du nur 90 Schaden pro Bogenschuss machen, die easy one-hits die Gegner, dann ist es einfacher als Nahkampf, der Spielstil, klar. Ich muss ja trotzdem erst so viel reinsetzen, dass ich da gut drin bin. Den Stufenaufstieg, den ich meinte, da will ich jetzt mal gucken, ob ich auf eine Waffe gehen kann. Wenn das nicht geht, dann sitzt es halt doch im Bögen. Geschick.
Hä? Ich habe geklickt und ja, konnte benutzen, keine Ahnung. Oh. Okay, hatte ich Glück gehabt, das war die Falle. Ja, das war die Falle. Okay, was ist das denn hier? What the fuck? Okay, ich glaube, wir haben die, wir haben die Beute der Diebesgilde gefunden. Wir haben den Schlüssel dafür. Cool. Ach, wisst ihr was? Das ist der Schlüssel von der Hannah gewesen, der da jetzt gerade gepostet hat. Ja, dann müssen wir bei knacken. Das heißt, es wird viel Dedisch kosten. Statue, Silberkelch und Gold. Die so auf hier mit Gold, Goldschale, Silberkelch und Schatulle. Krass. Das war gut, um die Schwertweihe uns zu leisten nachher. Die ich auf jeden Fall machen will. Machen wir erstmal eine Erzwaffe für. Wir fragen auch nochmal nach, wie das denn funktioniert, schon mit der Erzwaffe. Wie viel die kostet. Wie viel der Verbrauch an der Erz. Ich habe mal ein bisschen Erz, haben wir ja schon gesammelt, ich habe davon noch nichts verkauft. Soweit ich weiß. Okay, da kommen wir nicht hoch, gut. Nein, ich meine, ja, wir haben den Code gefunden, für was die Insel da ist, also. Genau. Das was bringt hier aber außen rum zu. Schwimmen. Nee, nicht sonderlich. Das ist das Schiff der Paladine. War es auch schon da hinten aus der Stadt. Gut, dann schwimme ich hier aber zurück, ist egal. Wo? Schon am Glitschen hier, finde ich gut. Ich fange jetzt hier nicht an, um jetzt das Fleisch zu braten. Keine Angst, Leute. Ah, warte mal, ich kann hier spammen. Stimmt ja. Gerade spammen. Okay, das so ist. Ich würde es eigentlich auch Screen machen, aber wenn ich jetzt aber spammen muss. Hast du dich herausgefunden, hast du hier auf der ganzen auch schon. Ich habe die ganze Zeit länger getrunken, glaube ich, außer den.
weit entfernt. Das wird jetzt mal reichen, muss ich nochmal 57 mal weh drücken. Hey, du! Was dann, Pat? Nur ein Schwert, ah ja. So, jetzt können wir noch ins obere Viertel und gucken mal, ob wir noch einmal Schwerter beigebracht bekommen. Einer hat Kampf, ob es geht. Ich möchte aber nur wissen, ob man mehr als 50 haben kann. Wenn der Mensch das auch nicht beibringen kann, der Paladin, dann würde ich sagen, nein, geht nicht. Außer ich irgendwelche Ringe oder so. Gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ja, er konnte, okay. So, bei 2 Entwürfen ist schon auch schon 55%, krass. So, das gehe ich falsch, ich wollte eigentlich noch geschickt. Lernen. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das hat er doch vorher gewusst. Ich habe was anderes gehört. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. So, vorher frage ich aber mal nach Erzwaffen. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ihr Paladine dürft euch glücklich schätzen, so hervorragende Klingen führen zu dürfen. Auf Anordnung von Lord Hagen darf ich dir nur eine einzige Erzwaffe verkaufen. Also, was darf ich dir anbieten? 1000 Gold für ein Einhandschwert. Ja, komm her. Ich nehme das Einhandschwert. Pass gut auf deine neue Waffe auf. Sie ist ein Vermögen wert. Die Probleme habe ich kommen sehen. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Ich bin Waffenschmied, kein Goldschmied. Hier in der Stadt wirst du wahrscheinlich niemanden finden, der dir helfen kann. Die Leute haben kein Geld mehr in den Taschen. Und reich wirst du hier schon lange nicht mehr. Die meisten sind doch froh, wenn sie genug zum Beißen haben. Wo finde ich einen Goldschmied? Bei den Söldnern auf Onas Hof soll es einen guten Schmied geben. Vielleicht versuchst du es da mal. Ah, Bennett. Okay, dann haben wir noch 10.499. 5.000 kostet das Wein, da hätte ich dann noch 5.000 übrig. Das ist auch ganz gut.
Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren. Und er bat Enos. So, wir brauchen Magie. Ich penne mal kurz, dass wir Magie haben. Ich habe vergessen, dass mir das ja gar nichts bringt. Mana kann mir leider keiner einfach so kostenlos auffüllen. Bedeutet, ich schlürfe jetzt noch einen Mana-Trank und dann teleportieren wir uns jetzt zur Thai-Kloster, wie auch immer. Hätte ich gesagt. Kloster Teleport. Da. Die 10. Puh. Hallo Milton. Okay, also dir kann ich nichts sagen, dass das Auge Enos wrecked ist. Gut, 5000 Spende habe ich ready. Marduk. Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, mit dieser solltest du während des Gebets. Und wenn Enos dir doch ein Schwert. Sehr gut. Wow, ernsthaft? Die macht 10 weniger Schaden. Wow, ich habe jetzt erwartet, dass sie 20 mehr macht oder so, dass sie jetzt auf 150 hochgeht. Ist ja nix. Wenn du dich mit. Also, okay, also der. Sie wird ein bisschen OP mit dem als Paladin, sehe ich aber nichts von. Mein Kombos gehen jetzt auch nicht schneller oder so, dass das damit irgendwas zu tun hätte. Ist mir auch genauso die Reichweite, naja. Jetzt haben wir das halt gemacht, auch wenn es teuer war und es nichts gebracht hat, egal. Du hattest doch gerade erst noch deinen. Ach, ich muss die Tage auch noch trinken. Ja. Ich habe das Auge Enos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber. Das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Enos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserem. Gut, den Besessenheitstrank sollte ich ja schon mal trinken. Ich habe irgendwie gedacht, er hat uns gesegnet, aber ich habe vergessen, dass er gesagt hat, dass er uns einen Trank gegeben hat, aber der ist ja nirgends. Das heilige Wasser, aber hier. Guck. War gar nicht so verkehrt, ich habe keinen Trank. Also doch, aber ich weiß nicht, wie er aussieht. Und hier ist ja nicht dabei. Ach ja, in der Besessenheit. Okay. Gut. Jetzt wollte ich eigentlich, dass wir das Addon weitermachen erstmal. Wenn wir das überhaupt nach ausgekommen haben, müssen wir ja den Addon weitermachen. Aber das Ding ist, ich hab jetzt den Teleport genäht, der gut klug war.
Das können wir ja schnell fixen. Ich trinke einen Mana-Trank und dann teleportieren uns zu Orlans Taverne, ne? Die 8. Und porten sie da aus, dann. Toll, was bringt mir denn der Erzkläger? Statt ich jetzt wenigstens den magischen geilen Buff oder so, den ich besser mache. Schwertkämpfer, Einhandskill bis 10 oder so. Dessen ist sie auch sogar schlechter als der Ork-Schlechte. Naja, vielleicht Zweihandkampf hätte ich wahrscheinlich jetzt eine gute Waffe. Aber Zweihandkampf ist mir halt einfach zu langsam. Darum geht's mir. Ich kann auch deswegen mehr, weil es schneller ist. War noch nie so der große Zweihand-Schwert, also Zweihandwaffen-Fan. Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Ja, und wie? Ich hatte doch da dieses Ornament, das zusammengesetzt bekommen, oder? Ach ja, ich lieb das, wenn ich nicht mehr verstehe, was ich machen soll. Ah, ich muss ja trotzdem wegen dem Schreiben Bescheid sagen. Deswegen, okay. Ja, machen wir das doch, aber dann ist es ein guter Cut. Da ist der Ball vielleicht ein bisschen knapper. Aber ist ein guter Cut, um so ein bisschen Spannungsbogen hochzuhalten wegen dem Addon. Inhalten, die auch kommen, die wir jetzt in dieser Folge machen werden wahrscheinlich. Wir werden dann erstmal nicht mehr nach Korinth zurückkehren, aber erst wenn Addon so gesehen durchgespielt haben. Weil es ist schon zu Kapitel 2 Zeit machbar, dass man das durchspielen kann, habe ich extra nachgeguckt. Das heißt, da wir Kapitel 3 haben, sind wir eh viel zu spät dran mit dem Addon und können den eigentlich schon lange machen. Hey! Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neu. Doch warte ich noch. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge öffnen wir das Portal Richtung Addon-Gebiet. Ich war sehr gespannt. Kenne ich natürlich auch noch nicht, wie gesagt. Das ist ja Blind Coffee 2. Das Let's Play hier. Und ja. Ich bin sehr gespannt. Würde jetzt sagen, bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.